In diesem Video möchten wir uns die Compare-Funktion genauer anschauen. Hierzu wählen Sie zunächst einen zweiten Datensatz aus. Entfernen Sie das Suchkriterium des Datums hier unten. Wählen Sie den zweiten Datensatz aus und drücken Sie anschließend die Schaltfläche Compare. Die beiden Datensätze werden geöffnet. Sobald die beiden Datensätze geöffnet sind, erhalten wir diese Ansicht. Links oben befindet sich das Fundusbild der ersten Sitzung und der korrespondierende B-Scan darunter. Das gleiche gilt für die rechte Seite. Oben befindet sich das Fundusbild der zweiten Sitzung und darunter das entsprechend korrespondierende B-Scan-Fenster. Das Compare-Window befindet sich ganz rechts oben. Im Compare-Window wird Ihnen dargestellt, wie die Verläufe und die Höhenunterschiede der Aufnahmen sind. Die Skalierung wird jedes Mal für den Patienten neu angepasst. Darunter sehen Sie die Einzeichnung der beiden Sitzungen, anhand dessen Sie den Unterschied direkt feststellen können. Wenn Sie ein Compare starten, wird anhand des Gefäßtrackings die korrespondierende Stelle von der ersten zur zweiten Sitzung gesucht. Sollte diesmal nicht stimmen, benutzen Sie bitte die Schaltfläche Register. Standardmäßig ist das Häkchen bei Synchronized bereits aktiv. Dies bedeutet, wenn Sie den B-Scan bewegen, dass sowohl die erste Sitzung als auch die zweite Sitzung sich gleichzeitig bewegen. Der Verlauf rechts wird entsprechend angepasst. Wenn Sie sich unterschiedlich bewegen möchten, so entfernen Sie das Häkchen bei Synchronized. Dann haben Sie die Möglichkeit, unabhängig von der ersten zur zweiten Sitzung die B-Scans zu verschieben.